Ein Kind der Familie fehlt hier im Trauerzug. Es ist die jüngste Tochter Stefanie. Sie liegt noch im Krankenhaus, ist mittelschwer verletzt. Aber man fragt sich in Monaco immer noch, wie schwer sind wirklich die Verletzungen, die sie davongetragen hat. Wie überhaupt auch heute noch am Tag der Beisetzung eine Diskussion im Gange ist darüber, wie der Unfall tatsächlich zustande kam, wer gefahren ist, warum es so lange gedauert hat, bis die Öffentlichkeit über die Schwere der Verletzungen informiert wurde und was wirklich die Ursachen waren. Woran ich mich erinnern kann, das war dieses immense Blumenmeer. Das riesige Blumenmeer und auch, doch wie die Fürstenfamilie völlig gebrochen in der Kirche stand. Man versuchte sich gegenseitig zu stützen. Und es war im Grunde wie der Tod eines eigenen Familienmitgliedes. Man litt mit und man litt natürlich auch mit, diese Familie so verzweifelt, so gebrochen zu sehen. Diese Bilder, wie sie so gebeugt, so gramgebeugt hinter dem Sarg herschreiten, das, ich glaube, das wird niemand vergessen können. Es lag ein schwarzer Schleier über dem Fürstentum. Und ich hatte den Eindruck, dass sie für alle nie wirklich sterben würde und nur einfach so verschwunden war, ohne zu sterben. Es war trostlos. Ne? Das hat aber lange gedauert. Ne? Alle die Läden hatten Trauerflor und Fotos von ihr. Das war mindestens 3 Monate lang, war wirklich Staatstrauer. Ne? Das war natürlich für die Familie der furchtbarste Einschnitt, sicher für alle.